Ja, wir sind dann Mittwochabend ins Krankenhaus eingeliefert worden und in der Nacht vom Mittwoch zu Donnerstag wurde Scully auch direkt operiert, weil die Verschiebung einfach so enorm war, dass sie halt direkt operiert werden musste. Das Ganze Video von uns. Erstmal schön, dass ihr da seid. Es wird ein Real Talk Video. Jetzt wahrscheinlich auch schon eine Überschrift gelesen. Wir wussten gar nicht, wie wir anfangen, irgendwas zu erzählen, ob wir was erzählen. Wenn wir nichts erzählen, bekommen wir wahrscheinlich am Tag 100 Nachrichten, weil Skylys Arm jetzt einfach wochenlang eingegipst ist, was passiert ist und so eine Story auf Instagram oder so, wäre halt 24 Stunden online. Dementsprechend würden die Fragen sich häufen. Deswegen haben wir uns doch dafür entschieden, ein YouTube-Video zu machen. Beziehungsweise Skylar hat die Unterhaltung mitbekommen und sagte dann, wir können aber ein YouTube-Video machen. Ich kann auch was erzählen. Jetzt sind aber gerade meine Nichten zu Besuch. Und Flori, sein bester Freund, ist zu Besuch. Und deswegen dachte ich mir, ich nutze einfach mal kurz die Zeit und erzähle euch, was passiert ist. Also erstmal für die, die es vielleicht auf Instagram gar nicht mitbekommen haben. Wir waren eine ganze lange Zeit lang offline. Unter anderem, weil Skylly einen ganz schön massiv dollen Unfall hatte. Vorweg, ihr geht es jetzt wieder gut. Ja, eigentlich kann man sagen, ihr geht es wieder gut. Sie kann wieder lachen, sie kann wieder spielen, sie kann wieder sich frei bewegen und oder relativ frei bewegen. Aber der Schock, der sitzt richtig, richtig, richtig groß. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Wir sind letzte Woche Mittwoch am Nachmittag losgefahren und ja, wollten jemanden besuchen, so einen Kurztrip machen. Und der gesamte Weg wären so 2,5 Stunden gewesen. Die sind wir auch gefahren, also ungefähr anderthalb. Ich hatte dabei Sarino, Skylly und Letto. Also Letto für euch ist Soleil, wir sagen mal Letto, ist hier ihr Spitzname. Und genau, wir sind 1,5 Stunden gefahren, haben einen Break gemacht bei McDonald's und sind danach 1 Stunde weitergefahren. Dementsprechend waren die Kinder auch irgendwie so völlig voller Energie und 2,5 Stunden irgendwie halbwegs nur gesessen. Und als wir angekommen sind, also wir haben geparkt, es gab so eine Wiese, dann einen Zaun, dann eine Straße und einen Spielplatz. Und die Kinder wollten halt unbedingt auf den Spielplatz. Und ich habe gesagt, ja, sie sollen kurz warten. Ich würde gerne die Hinterlassenschaften von McDonald's aus dem Auto entfernen, weil auch ein Milchshake umgekippt ist. Was halt so passiert, ne? Es ist normal, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Und die wollten aber unbedingt vor. Und da habe ich halt darauf geachtet, dass sie gut über die Straße kommen und habe gesagt, okay, dann geh kurz vor auf den Spielplatz. Und war dann so beim Milchshake wegwischen und irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl, wie so ein Instinkt, und habe gesagt, nee, pass auf, ich komme doch. Ich lasse das, ich mache das später sauber. Rennt mir nicht weg. Ich kenne den Spielplatz und ich kenne den Ort nicht. Ich will mich irgendwie einfach umsehen. Gut, gemacht, getan, Gott sei Dank. Und habe Flo dabei angerufen, hier schön per Video und sagt, hey, wir sind angekommen auf dem Spielplatz erstmal und die Kinder toben sich jetzt hier aus. Und ich war vielleicht, Leute, ich kann es nicht einschätzen, aber ich war zwischen 5 und 10 Minuten auf diesem Spielplatz. Und danach hat sich alles abgespielt wie ein Film. Also in Bezug auf meine Kinder kann ich mich nur an eine Situation erinnern, wo ich so Angst hatte. Da ging es um Shanika, als sie so klein war. Aber wow. Also wenn ich jetzt darüber spreche, kommen so sämtliche Bilder und sämtliche Sachen, die ich gehört habe, gefühlt habe, gesehen habe, in mir hoch. Und ich muss mich richtig konzentrieren, euch überhaupt zu erzählen, was passiert ist. Also es fühlt sich auch die letzten Tage so an, als würden wir diese Angst und dieser Schock so in den Knochen stecken. Ich bin irgendwie super müde. Ich bin super ängstlich und wie immer unter Strom. Aber ich versuche euch einfach irgendwie Reihenfolge nach zu erzählen, was passiert ist. Der Spielplatz ging so, also hier war so ein bisschen Spielplatz und hier war so ein bisschen Spielplatz. Wir sind hier auf den Spielplatz rauf, da gab es eine Schaukel und so weiter, sind dann weiter zur Seilbahn. Und ich hatte Flo hier so am FaceTime und habe halt gezeigt und guck mal an die Kinder und wir sind gut angekommen und Seilbahn, ne? Und ja, als ich dann von der Seilbahn weg bin, es ging so ein kleiner Hügel runter, hat Soleil ihr
Kiki und ihr Gucki dorthin gelegt. Ihr Kiki braucht sie halt immer zum Schlafen. Und ich meinte noch zu Flo, ich nehme mal lieber das Kiki, nicht, dass wir das hier verlieren. Und habe noch so drauf gefilmt, ne? Sonst kann sie heute Nacht gar nicht schlafen, ne? Weil wir wollten halt eine Nacht über Nacht wegbleiben. Und dem Moment, wo ich das Kiki treiben wollte und nach vorne gucken wollte, schrie es schon. Vielleicht drei Meter vor mir, stand ein riesengroßes Fußballtor. Aber ihr müsst euch das vorstellen wie so eine Fußballwand, wo so unten ein Loch ist und oben ein Loch ist, wo man so reinschießen kann. Und darunter ist geiler. Ich habe nur das Blut gesehen. Es war so ein Metalltor, was so gerippt war, sodass ich halt durchsehen konnte. Und ich habe nur dieses blutende Kind gesehen, schreiend. Ich habe sofort dieses Tor versucht hochzukriegen, logischerweise. Aber ich habe es halt nur so hoch bekommen, dass sie quasi so ein Stück Luft hat. Aber nicht so hoch, dass sie raus kann. Und dann habe ich nach Sarino geschrien. Der stand ein Glück auch relativ nah. Der hat auch direkt mit angepackt. Der war blitzschnell bei mir. Sodass wir dieses Kind da wieder rausbekommen haben. Es war wirklich urschwer. Und dann habe ich erstmal nach ihrem Blut geguckt und nach Hilfe gebrüllt und Flo schrie am Handy, Skyler am Weinen, Leto am Schreien. Das war wirklich das ging alles so schnell und ich war so, oh mein Gott. Also ich habe dann relativ schnell auch realisiert, wir brauchen sofort einen Rettungswagen, weil Skyler noch meinte meinen Arm und dann habe ich ihren Arm gesehen, Leute, und ich habe sowas noch nie gesehen. Also mir ist bewusst, dass sich auch Kinder mal was tun, ja, und dass es bei uns wahrscheinlich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit ist, weil wir einfach so viele Kinder im Haushalt haben, aber toi, 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 sowas hatten wir noch nicht. Und es war tatsächlich einfach so, dass man hier, also, ja, zeige ich euch das, hier ist mein Handgelenk, dass man hier den Knochen hat nicht rauskommen sehen, durch die Haut durch, aber unter der Haut sehen konnte, dass der hier sitzt und nicht mehr so. Und ich habe dann nur meine Hand drüber gehalten, weil Skyler auch meinte, sie wird es nicht sehen. Also saß ich die ganze Zeit, bis der Rettungswagen kam, so. Sie getröstet. Sie hatte hier aber auch irgendwie alles voller Blut. Ich voller Blut. Leto am Schreien. Krankenwagen wurde natürlich direkt gerufen. Und die kam dann auch. Für mich war es irgendwie übelst lange, bis dieser Krankenwagen kam. Also im Gespräch danach waren es wohl irgendwie 10 Minuten oder so. Das kam mir so unendlich lange vor. Und Skyler wurde dann noch auf die Liege. Das war auch ganz dramatisch, weil sie natürlich einfach so sehr Angst hatte, diese Hand zu bewegen oder generell ihren Körper zu bewegen. Ich hatte sie die ganze Zeit so im Arm. Genau, parallel schrie Flo auch, was ist los, was ist los? Ich höre euch nur schreien, bitte sag mir, was los ist. Und ich habe ihnen gesagt, Skyler hat einen Unfall und ich muss auflegen und ich brauche einen Krankenwagen. Also für ihn war das ganz, ganz schlimm, einfach auch alles mitzuhören und teilweise zu sehen, weil ich ja in Bewegung war, mein Handy hier so an mir dran hing. Ja, ich muss dazu sagen, dass dieses Tor auf einer großen Wiese stand. Im Nachhinein denke ich mir so, warum bin ich nicht gucken gegangen? Warum habe ich nicht geschaut, ob dieses Tor irgendwie befestigt ist? Aber sind wir mal ehrlich, also jetzt so, wenn ich so meine ganzen Emotionen rausnehme, welcher normale Mensch geht auf einen normalen Spielplatz und kontrolliert jedes Spielgerät, bevor sein Kind da irgendwie rangeht? Also zum Erklären, Skyler wollte halt durch das untere Loch einfach nur durch. Und komplett umgefallen, dieses Tor. Es war nicht gesichert, es war massiv schwer, es kam auch direkt zum Krankenwagen, kam auch direkt die Polizei, hat das alles aufgenommen. Man konnte mit zwei Fingern wohl dieses Tor umstoßen und es war wirklich massiv schwer. Also so geschätzt von der Polizei waren so 60, 70, eventuell auch 80 Kilo, wirklich, wirklich schwer. Ja, und das gehörte da auch einfach gar nicht hin, ne? Das ist aber eine andere Sache, das wird irgendwie zivilrechtlich jetzt natürlich auch geklärt, dass wir haben uns auch direkt darum gekümmert. Kleine Randnotiz, dass dieses Tor komplett sofort weggenommen wird. Wir haben mit der Gemeinde gesprochen, haben mit dem Bürgermeister gesprochen und auch getroffen. Genau, also die Gefahrenquelle ist da auf jeden Fall beseitigt. Es ist super schwer, mich irgendwie auf eine, also euch diesen Verlauf zu erklären, ohne dass ich abschweife, weil es irgendwie so viele nebenbei Details gibt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Jemals kam der Krankenwagen, wir sind mit dem Krankenwagen auch direkt in die Klinik gefahren. Nochmal Randnotiz, wir waren 2,5 Stunden weg, das heißt, wir sind in eine komplett fremde Klinik gekommen in Lüneburg. Aber die waren super lieb. Auf dem Weg dahin hat Skyly so Notfallschmerzmittel bekommen. Zwei Versuche, Zugänge da zu legen, hat nicht geklappt. Der dritte hat dann gesessen.
Und diese Medikamente haben so Halluzinationen hervorgerufen, beziehungsweise der Rettungssanitäter oder Arzt, ich kenne mich da nicht genau aus, hat mir erzählt, es ist wie so eine Partydroge, weil ich habe mich immer gewundert, weil ihre Augen sind immer so ganz komisch gewesen. Und ich habe dann dreimal gefragt, ob ihre Werte stimmen und ob das alles normal ist und dass ich mir super Sorgen mache und ob er nochmal checken kann, ob alle Werte stimmen. Und es war mir im Nachhinein auch dann so ein bisschen, also ich wollte ja nicht seine Fähigkeit anzweifeln, aber ich hatte einfach so super Angst, ne? Und sie war nach Lüneburg in die Klinik, da haben sie dann auch nochmal erstmal die Wunde auch versorgt. Das musste mit zwei Stichen genäht werden, eine fette Platzwunde über der Augenbraue. Das haben sie dann genäht, vorher betäubt. Da war natürlich auch mega, ja, Scully hatte einfach auch mega Angst und hat auch im Krankenwagen auch immer wieder gesagt, sie will zu Papa, sie will, dass Nika kommt, sie, wo bin ich, ob ich bei ihr bleibe. Und dass sie ganz so Angst hatten, das war also für eine Mama, das war es so. Ich habe immer wieder gesagt, Schatz, ich bin hier und ich bleib bei dir und ich gehe überhaupt nicht weg und Papa ist auf dem Weg. Und wenn es dir besser geht, wir rufen Nika an, weil Nika war zu dem Zeitpunkt gerade bei ihrem Papa. Sie hatte einen Tag vorher Geburtstag und hat dann den Abend noch bei ihrem Papa verbracht. Heißt, sie ist gerade erst zu Papa gegangen. Und Skylar hat aber in ihrem Wahn durch die Medikamente immer wieder gesagt, sie will zu Nika und sie will, dass Papa kommt. Und ob ich da bleibe und sie hat so Angst und sie will zu Mama. Und ich sage, ich bin noch hier. Und das war also für mich ganz schlimm, auch mein Kind so anders, nenne ich es einfach mal, zu erleben. Ja, wir sind dann Mittwochabend ins Krankenhaus eingeliefert worden und in der Nacht vom Mittwoch zu Donnerstag wurde Scully auch direkt operiert, weil die Verschiebung einfach so enorm war, dass sie halt direkt operiert werden musste. Das Ganze wurde fixiert mit zwei Drähten. Elle war ja komplett, ich kann euch mal ein Bild zeigen, komplett verrutscht und, nee, Speiche war komplett verrutscht und Elle mehrfach gebrochen sogar. So sah das Ganze aus. Das erklärt auch, warum wir das hier an der Seite halt so gut sehen konnten. Und so sieht das Ganze jetzt aus mit den Drähten drin. Genau. Die OP haben sie uns auch nicht gesagt, wie lange das dauern wird. Was ich beeindruckend fand, Scully hatte super Angst bei den ganzen Untersuchungen im Vorfeld. Sie hatte auch Angst bei den Röntgenaufnahmen, weil natürlich einfach die Leute, die da arbeiten, die machen das jeden Tag, ne? Und sie war einfach super empfindlich in der Bewegung ihres Armes. Und die sagen, dann mach mal so. Und es war wirklich dieser Spagat zwischen, die machen ihren Job und mein Kind sagt aber gerade, es tut einem weh und ich muss irgendwie was dazu sagen, was ich auch immer gemacht habe. War für mich auch super schwierig, weil ich natürlich verstehen kann, dass die gewisse Bilder brauchen, in gewissen Positionen, aber mein Kind ist halt einfach schwer verletzt, schwer traumatisiert dem Moment und sie kann sehr gut auch als Neunjährige sehr ernst genommen werden, ja. Und das war für mich irgendwie auch so, okay. Ja, was ich dann aber super bemerkenswert fand. Wir sind dann in den OP gegangen und erst hatte sie super Angst, als sie gehört hat, sie muss operiert werden. Sie hatte noch mehr Angst, als sie gehört hat, sie muss dort schlafen, sie muss dort bleiben. Und wir müssen auch erstmal 2 Tage mindestens eine Komplettüberwachung vom Körper machen, weil dieses Teil massiv auf sie raufgefallen ist. Also das Loch, wo sie durch wollte, war quasi hier so. Also quasi die Brust war so ein bisschen ausgespart, Gott sei Dank. Das muss natürlich gescheit werden, ob die Milz was abbekommen hat, ob die Rippen in Ordnung sind, ob die Blase was abbekommen hat, Herz. Alle möglichen Knochen und alles Mögliche an inneren Organen wurden natürlich auch gescheckt. Aber was ich so beeindruckend fand, als es dann hieß, es geht in OP, und ich hatte ihr halt gesagt, Mama versucht so lange bei dir zu bleiben, bis du einschläfst. Und dann ging das nicht. Ich halt vorher noch einen Bogen unterschreiben musste, ich hatte Narkose, Gespräch und so weiter. Und der eine Arzt meinte dann, so Skyler, ich nehme dich jetzt schon mal mit. Und dann guckte sie mich an und sagt, okay Mama, dann bis nachher, ciao. Und ich war so beeindruckt. Ich war einfach so beeindruckt von diesem kleinen Mädchen, weil ich hatte so einfach so mega Panik. Und sie hat mir das mit einem Mal hat sie mir das genommen. So, ciao Mama, bis später. Ich so, okay, hab ihr dann nochmal gesagt, das ist die Liebe. Und dass wir wollten halt eigentlich in Lüneburg beide shoppen gehen mit Letto und dass wir das nachholen und dass sie davon träumen soll. Ja, und dann hieß es in OP und keiner konnte mir sagen, wie lange es dauert. Dauert es eine halbe Stunde, dauert es 3 Stunden, dauert es 5 Stunden? Wollte mir keiner sagen. Und es war im Nachhinein aber auch gut. Weil man sonst einfach, ne, nach einer gewissen Zeit auf die Uhr guckt und verrückt wird. Und nach ganzen, nicht mal 1,5 Stunden, ich glaube 1 Stunde 15, hieß es dann, ihr Kind ist fertig operiert und sie dürfen auch gleich zum Aufwachraum. Leute,
Es war mitten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und ich dachte mir so, oh. Wenn man sowas noch nie erlebt hat und diese Fehlstellung sieht und sein Kind da so schreiend und hilflos sieht und man macht sich einfach so Vorwürfe, dann, also ich dachte in dem Moment, das kriegen die nie wieder einfach so hin. Das kriegen die nie einfach wieder so hin. Das ist so verformt und das ist so, sie hat so Schmerzen und dann wird sie da operiert und in einer Stunde 10 ist es alles wieder zack gerichtet. Dann denkst du so, ich kann wieder atmen, ich krieg wieder Luft. Wir mussten natürlich auch noch in der Klinik bleiben. Am nächsten Tag hatte es natürlich massiv Schmerzen. Also, müsst euch vorstellen, spätestens alle 2 Stunden brauchte sie Schmerzmittel. So schlimm ging es ihr. Und wir blieben dann noch 2 Tage in der Klinik, weil sie halt einfach eine komplette Überwachung bekommen hat, aufgrund dessen, dass sie ja eventuell auch eine Gehirnerschütterung haben könnte. Wir wurden auch noch mal, ein Ultraschall wurde zwischendrin gemacht, der Blutdruck wurde dauerhaft überwacht und ja, nach 2 Tagen durften wir dann den Weg nach Hause antreten. Und das war schneller als gedacht und das war so einfach nach Hause. Ich habe mich auch noch ganz viel mit Flo ausgetauscht zu Hause. Ich und Skandi haben auch noch ganz viel gesprochen, weil ich einfach gemerkt habe, gerade so am 2. Tag hat sie schon so Symptome gezeigt, dass sie das total traumatisiert hat. Also so Aussagen wie, Mama, ich habe doch aber versucht, das Tor aufzuhalten, aber ich konnte es nicht, aber ich habe es doch mit aller Kraft versucht und ich bin ja schuld. Und also das war, wir mussten so viel erstmal sprechen und uns austauschen, sodass man das irgendwie, ich sag jetzt mal, verarbeitet. Also für uns war das irgendwie ganz, ganz schlimm. Als wir zu Hause waren, haben ich und Flo auch noch ganz viel gesprochen, weil er einfach am Telefon war und er meinte auch, die erste Reaktion war, ich möchte nie wieder, dass sie irgendwo hingeht. Ich möchte nie wieder, dass ihr irgendwo hinfahrt. Ich möchte nie wieder in Urlaub fahren ohne euch oder so. Also er war so auch so völlig, ich konnte überhaupt nichts machen in dem Moment. Also er ist natürlich auch in der Nacht direkt losgefahren, hat die Kleinkinder, jemanden gefunden, der spontan auf die Kleinkinder aufpasst und ist direkt losgefahren. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, genau. Entschuldigt, aber Flo ist auch direkt losgefahren, als er gehört hat, ja. Mhm. Erzähl gerade von dir. Willst du mal Hallo sagen? Hm? Erzähl ich hier gerade von ihr, da ist sie. Und die nicht, das ist auch da. So, wir haben jetzt nämlich aus dem blauen Arm, den wir ist erst voll bekommen haben. Ja, wir haben schon alle was draufgeschrieben, ne? Komm her. Okay, und geht's dir jetzt wieder gut? Ja. Geht's dir wieder gut? Gott sei Dank. Jetzt können wir wieder lachen, ne? Ja. Aber wir hatten Mittwoch, Donnerstag und Freitag hatten wir gar nichts zu lachen, oder? Nein. Hallo, Bonnie. Jetzt kommt Bonnie auch noch rein. Jetzt wollen sie beide mal gucken kommen. Ja, genau. Flo ist also auch direkt, als er bekommen hat, Notarzt und Arm gebrochen, ist er auch direkt losgefahren, 2,5 Stunden ins Krankenhaus. Und wir haben uns erstmal sortiert, wer bleibt jetzt beim Kind, wer fährt nach Hause. Erst haben wir sogar angegeben, Flo bleibt da, weil er da bleiben wollte. Dann hat er gesagt, nee, eigentlich ist es doch besser, du hast es jetzt alles miterlebt, dass du jetzt nicht 2,5 Stunden in der Nacht mit Detto nach Hause fährst. Genau, Sarino ist bei unserem Besuch geblieben und es war einfach, Leute, es war einfach nur Horror. Ich weiß gar nicht, ob ich das so wiedergeben kann, wie es passiert ist. Ich bin irgendwie noch völlig verwirrt. Das war auch die ersten Nächte, konnte ich überhaupt nicht schlafen. Also es war, wenn ich die Augen zugemacht habe, habe ich den Arm gesehen, ich habe ihre Schreie gehört, sie ist so cool. Und ich glaube, das ist auch normal, dass Kinder da einfach viel schneller drüber hinweg sind und weitermachen. Und sie will auch schon auf dem Spielplatz. Und ich denke mir so, einmal warte packen, bitte nicht bewegen. Ich habe einfach nur Angst, dass du die wehtust. Und ich bin immer noch so, kann mir bitte mal einer sagen, was passiert ist. Dementsprechend haben wir uns auch einfach ein paar Tage aus Social Media rausgenommen. Hatte mich bloß kurz gemeldet, dass was passiert ist. Und dass ich mich dessen rausnehme. Und hatte mich dann auch wieder gemeldet, dass es uns soweit gut geht. Aber manche Sachen braucht man halt einfach ein bisschen Zeit. Und ich war auch lange nicht davon überzeugt, das irgendwie mega ausführlich zu erklären. Skandi meinte dann, Mama, erzähl das doch und das ist doch überhaupt nicht schlimm. Und für uns ist es natürlich einfach, weil ich weiß, wir machen ja auch TikToks oder Reels zusammen. Skandi und Nika lieben das einfach. Die fragen mich fast jeden Tag, können wir bitte ein Video machen? Können wir bitte TikTok machen? Das ist so cool. Und wenn man da den Arm sieht, dementsprechend wird einfach nachgefragt. Ne? Das ist auch normal, wenn man sein Leben teilt. Und ich dachte, wenn wir jetzt einfach nur eine kleine Story machen, dann ist es 24 Stunden raus und dann, ja, fragt ihr
halt weiter. Und so bleibt es halt. Und dann kann man halt sagen, wir haben ein YouTube-Video aufgenommen. Ja, Ende vom Lied ist, wir durften dann gehen. Wir waren auch schon hier beim Unfallchirurgen. Wir haben das einmal checken lassen. Und ja, in 4 Wochen ungefähr müssen die Drähte dann wieder raus. Auch nochmal eine Vollnarkose, aber es wird ein ambulanter Eingriff sein. Und das könnten wir auch bei jedem Kinderchirurgen in der Umgebung machen. Aber ich und Skyli haben jetzt einen Deal. Wir haben gesagt, wir fahren wieder nach Lüneburg. Einfach vorher müssen wir sowieso dort zur Besprechung. Dann gehen wir endlich mal unser Shopping machen, was wir ja eigentlich vorhatten. Und dann lassen wir die Drähte am nächsten Tag rausmachen. Das wird ambulant gemacht, aber unter Vollnarkose. Und dann fahren wir halt wieder nach Hause. Oder bleiben halt noch eine Nacht, mal gucken, wie es ihr geht. Und fahren dann am Folgetag nach Hause. Also wir holen das, was wir vorhatten, einfach nach. Ja, und das finde ich irgendwie schön. Da freut sie sich auch ganz doll drauf. Weil für sie war das auch ganz wichtig, dass wir wieder in die Klinik gehen. Dass wir wieder dorthin gehen, wo diese Operation gemacht wurde. Und ich finde es auch völlig legitim. Und da fahren wir auch gerne 2,5 Stunden einfach hin, weil wir die Betreuung da auch echt gut fanden. Und die Schwestern und Ärzte da auch eigentlich fast durchgängig. Ein Arzt war so ein bisschen, wo ich dachte, okay. Ja, echt, echt lieb waren und echt fürsorglich waren und sich echt toll gekümmert haben. Nun ist es natürlich auch so, dass das hätte nicht passieren dürfen. Es darf solch ein Spielgerät nicht ungesichert auf dem öffentlichen Spielplatz stehen. Und dementsprechend haben wir natürlich da auch Kontakt aufgenommen, wie ich schon erwähnt hatte. Und es wird einfach zivilrechtlich natürlich auch verfolgt. Und wie gesagt, Unfallauslöser wurde direkt entfernt am Folgetag. Ja, aber trotzdem denke ich, wird das für denjenigen, der das da einfach lose hingestellt hat, hoffentlich Folgen haben. Das wird dann irgendwie einfach ein Anwalt klären. So, jetzt ist es auch so, dass Skylis Ferien eigentlich im Eimer sind, wenn wir mal ehrlich sind. Also wir hatten ja jetzt vor, diese Woche in den Urlaub zu fliegen. Ich mit Skylar, Shanika und mit Shelby und Flo wollte eigentlich campen fahren mit den Jungs und mit Soleil. Ja, und das haben wir jetzt alles über Bord geworfen. Genau, mit Rücksprache von unserem Kinderchirurgen ist es so, dass Skyli hier die Fäden Ende der Woche gezogen werden und dann der Arm erstmal keine Beobachtung braucht. Und dementsprechend haben wir jetzt gesagt, okay, wir versuchen jetzt irgendwie das Allerbeste draus zu machen, weil die Kinder haben sich nicht massiv auf den Urlaub gefreut. Und haben gesagt, wir machen Urlaub, aber machen das irgendwie zusammen. Weil Flo auch gesagt hat und auch ich bin gerade überhaupt nicht in der Lage zu sagen, Flo, fahr mal 10 Tage oder eine Woche mit einem Team, ein paar Kindern weg und ich fahre ein paar Tage. Also diese Trennung ist gerade für uns überhaupt nicht denkbar, weil wir so Angst haben oder weil dieser Schreck oder diese Angst noch so tief in den Knochen hängt, dass wir gesagt haben, okay, wie machen wir es? Was können wir machen und was können wir stornieren und was kann man nicht stornieren? Und den Camper, den Wohnmobil konnte man jetzt halt gar nicht mehr stornieren. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen einfach zusammen campen. Wir fahren aber nicht nach Holland wie geplant, weil da soll es einfach die ganze Zeit regnen. Und mit so einem Gipsarm ist es natürlich richtig doof, wenn man einfach nur im Regen, im Matsch auf einem Campingplatz sitzt. Wir suchen uns eine andere Alternative und die haben wir jetzt gefunden. Und deswegen fahren wir alle, Gott sei Dank, zusammen in den Urlaub. Und ich habe mich so gefreut, als Skylis Augen gestrahlt haben, wo ich gesagt habe, wir fahren doch in den Urlaub. Wir machen das irgendwie alle zusammen und wir fahren doch ans Meer. Und ja, das war einfach so, so Gold wert, weil sie natürlich gedacht hat, ja, meine Ferien sind jetzt auch vorbei. Kann jetzt auch nicht mehr schlechter werden, ne? Und dann dachte ich so, das hat mir aber so unglaublich leid getan, ja, dass wir eine Alternative gefunden haben. Aber ich erzähle euch das einfach in einem separaten Video, sonst ist das einfach wieder zu viel Information. Vielleicht merkt ihr, ich erzähle einfach noch ein bisschen wirr und ich brauche einfach noch. Und ich glaube, das ist auch okay. Ich nehme mir einfach die Zeit, um das zu verarbeiten. Also das Schlimmste war, sein Kind unter diesem Tor zu sehen und es nicht aus eigener Kraft hochzubekommen, dass sie sich befreien konnte. Man macht sich ja einfach so Vorwürfe, ne? Dass man nicht irgendwie stärker ist, dass man nicht... Also ich habe es halt schon hochbekommen, aber nicht so hoch, dass sie raus konnte. Aber Sarino war wirklich blitzschnell. Blitzschnell. Ich habe Sarino und der kam direkt angeflitzt und direkt hoch. Also sie war wirklich nur einige wenige Sekunden unter diesem Tor. Aber umgefallen ist umgefallen, ne? Und man macht sich also Vorwürfe, warum habe ich nicht vorher geguckt, ob dieses Tor irgendwie da feststeht.
Ja, aber wenn man so als Familie auf den Spielplatz geht, wer von euch da draußen hat schon mal jedes Spielgerät genau kontrolliert? Ja, im Nachhinein hätte ich es vielleicht trotzdem tun sollen, ne? Naja, gut. Wir hatten ein mega Schutzengel, das muss ich auch dazu sagen. Es hätte noch so viel mehr passieren können. Leto, habe ich gar nicht erwähnt, stand genau neben Skylar und ist noch zur Seite gesprungen. Die war also auch fast unter diesem Tor. Und ich möchte nicht wissen, was da hätte noch passieren können, weil das macht natürlich in Anführungsstrichen einen Unterschied, körperlich gesehen, körperbaumäßig gesehen, ob dieses Tor auf ein neunjähriges Kind kracht oder auf ein vierjähriges. Und eigentlich hätte ich sogar Shelby mitgenommen. Wir haben dann aber nochmal umdisponiert. Ich und Flo sprechen uns ja eigentlich immer gut ab. Oder was heißt eigentlich, wir sprechen uns sehr gut ab. Und Shelby hatte halt am Folgetag einen Kinderarzttermin und dann meinte Flo, nee, dann gehe ich mit ihr zum Kinderarzt und dann nimmst du halt Soleil mit. Und ich will mir nicht ausmalen, was hätte passieren können, wenn einer der beiden Kleinsten dann runtergelandet wäre. Ich versuche darüber nicht nachzudenken, aber es beschäftigt mich die ganze Zeit. Ja, ich brauche noch. Ich brauche noch und ja, habe mich aber jetzt trotzdem bereit gefühlt, das mit euch zu teilen und euch zu erzählen, was wir erlebt haben. Und ja, ich kann nur ganz viel Liebe raussenden, ganz viel Gesundheit raussenden. Es gibt bestimmt noch ganz, ganz viele Unfälle, die noch viel, viel tragischer sind als unsere. Und wir haben auch im Krankenhaus ein oder andere Geschichte gehört, wo ich dachte, wow. Und ich, ja, sende euch einfach ganz viel Liebe und ganz viel Kraft raus. Bleibt gesund, passt einfach auf euch und eure Liebsten auf. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video sehen mit erfreulicheren Nachrichten. Und ja, jetzt wisst ihr Bescheid, was uns passiert ist. Und ich hoffe, dass es jetzt nur noch einfach steil bergauf geht. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao.